damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engladum zu einem neuen Part, zu einem Weihnachtsspecial erstmal. Und heute im Weihnachtsspecial ein Part Wolfenstein 2, The New Colossus. Ja. Ein Spiel, das ich schon lange Zeit anspielen wollte, was schon lange Zeit auch als Let's Play bringen wollte, aber ich sag's mal so, mich bisher nicht dran getraut habe. Ich habe es, also es gibt hier die Fortfahren-Funktion, ihr seht's ja, ich habe es offscreen schon mal angespielt, fand es auch gar nicht so schlecht, fand es auch spielenswert, aber ich habe lange Zeit mit mir gerungen, habe ich gedacht, ja, kannst du das auf YouTube bringen, kannst du das als Let's Play bringen. Konnte ich mich bisher noch nicht dafür entscheiden, das Let's Play zu bringen. Aber heute als kleines Weihnachtsspecial bringe ich das mal, dachte ich mir, heute. Wolfenstein 2 Let's Play. Schauen wir, wie lange wir das spielen. Ich spiele da mal rein, ich starte ein neues Spiel und gucken wir mal, wie weit wir kommen, wie weit es geht. Neues Spiel, los geht's. Wir haben einen näheren Platz. Auf geht's. Da können wir schon den Schwierigkeitsgrad auswählen. Darf ich spielen, Papi? Und jetzt Schwierigkeitsmodus. Tut mir nicht weh. Lass sie nur kommen, alles oder nichts, nenn mich Terror Billy und der leibhaftige Tod. Das sind halt hier so die Schwierigkeitsstufen, das ist halt hier so pipi einfach, leicht, normal, schwer, sehr schwer, brutal schwer. Und dann gibt es halt hier noch die Option, die man freischalten kann, die unterste, das ist halt ein Profi, also nicht sehr, sehr schwer, sondern noch schwerer. Das ist halt hier so normal. Lass sie kommen. Tu mir nicht weh. Das ist halt... Tut mir nicht weh. Das ist halt, ja, der leichte Modus. Ich habe überlegt, ob ich das Ganze im normalen Modus spiele. Aber, ja. Wir machen mal entspannt. Wir nehmen nicht die leichteste... Also wir nehmen nicht den Baby-Modus. Sondern wir nehmen hier... Leicht, also schon mit ein bisschen Herausforderung, aber ja, tut mir bitte nicht weh. Also schon so ein bisschen, also leicht, aber nicht zu leicht. Machen wir so, würde ich sagen. So zu träumen und dann in der Wirklichkeit aufzuwachen. Noch am Leben, Sie Glückspilze. Sie sind echt hart im Nehmen, Grundgütiger. Hey, Hündchen! Das ist halt jetzt. Der zweite Teil einer Reihe. Den ersten Teil habe ich leider nicht, den besitze ich nicht, habe ich noch nicht gespielt. Hier sehen wir einen kurzen Rückblick, einen kurzen, ja, ein kurzes Review, was zuletzt geschah. Ja. Ich dachte, ich hätte alles gesehen, aber wahre Grausamkeit. Bis jetzt noch nicht. Auf Wiedersehen. Das Spiel kann schon teilweise ziemlich harte Szenen haben. Also es ist schon... Ich sehe jemanden. Sie heißt Anya. Kümmert sich ist auf mich. Keinen Fall eine leichte Kost. Das kann man schon so mal sagen. Nachdem das Regime Atombomben eingesetzt hat. In einem Zug nach Berlin. Wir spielen einen amerikanischen Soldaten. Muss man auf den Klappentext gucken. 1961 Amerika spielt das Spiel. Wir spielen einen Soldaten, der gegen das Nazi-Regime kämpft. Ja. Kann ich mal vorlesen hier. Naja, das. Ja, jetzt könnt ihr das halt nicht hören. Sie sind Zedron, ich bin mir nicht
Sieg über General Totenkopf währte nur kurz. Trotz dieses Rückschlags hält das Regime die Welt weiterhin in seinem Würgegriff. Als BJ Terror Billy Blaskowitz, Mitglied des Widerstands, Geisel der Faschisten und letzte Hoffnung der Menschheit, obliegt es ihnen, Amerika ein für alle Male aus dem Würgegriff zu befreien. Nur sie haben die Entschlossenheit, den Mut und diese nötigen Waffen, um die Invasion entscheidend zu schwächen und zweite amerikanische Revolution einzuleiten. Ja. Also es geht davon aus, das Spiel, es geht von der Zukunftsvision aus, die Nazis haben den Weltkrieg gewonnen und haben sich nach Amerika hingeschlichen, sind in Amerika eingewandert und ja, es liegt das an uns. Ja, das als kleiner Review, als kleiner Rückblick. Und da wären wir. Blaskowitz! Findet ihn! Blaskowitz! Dein Vater kommt heute nicht heim. Er musste nach Dallas. Oh, mein Junge. Er hat dir so viel getan. Ruh dich aus. Werde gesund. Es gibt. Ich kann nicht bewegen. Und Haferbrei. Was möchtest du? Ich bin Blaskowitz. Ich hatte traumatische Erlebnisse im ersten Teil. Oh, ja, jetzt muss ich mich entscheiden. Es ist der erste Entscheidungsmoment gefallen. Wyatt opfern, Fergus retten oder Fergus opfern und Wyatt retten. Ja. Festgehalten werden sie von riesigen Maschinen und diesem Doktor hier. Ich muss jetzt eine Wahl treffen. Ja, gleich die schwierigste Wahl. Am Anfang, nein, die schwierigste bestimmt nicht, aber. Gute Eigenschaft meine ist Geduld. Endlos. Welche wohl stärker ist? Sturheit oder meine Geduld? Die Aufgabe ist wirklich nicht schwer. Oh wei, ich entscheide jetzt schon über Tod und Leben zu beginnen. Und wer ist der Dritte dort? Der geht uns wohl nichts an. Ja, ich kenne sie beide nicht. Das tut mir schrecklich leid. Fergus, Zeitlinie ausgewählt. Ja, so schaut's aus. Ja. Und wir sind hier wohl am Verbluten. Ja, schaut's aus. Wir sind im Hubschrauber. Wir sind wohl schon mal halbwegs in Sicherheit. Caroline, er stirbt! Er läuft blau an! Ja. Okay, anscheinend hat uns der Tod nicht genommen. Oder doch? Sollte ich ihm das geben? Das ist ein Verlobungsring. Der ist seit 8 Generationen im Familienbesitz. Kannst du dir das vorstellen? Ein wahres Erbstück.
Wenn du eine besondere Person triffst, steck ihn ihr an den Finger. Er ist eine Menge wert. Oh je. Sag deinem Vater nichts von dem Ring. Der Vater kommt nach Hause. Ihn sonst weg. Er weiß nichts davon. Du weißt, wie er ist. Sophia! Weiß ich das? Mama, bin ich freigesprochen? War ich artig und brav? Darf ich die Schönheit des Himmels spüren? Du hast keine Ahnung, wie es ist, so zu leiden wie ich. Oh nein, Mama. Ich komme in die Hölle. Ziehen Sie, Bombarde. Ich muss ihm die Eingeweide rausschneiden. Bitte. Bleiben Sie bei uns, Blaskovic. Kämpfen Sie. Dann verspreche ich Ihnen. Ich verspreche, ich kann nicht hinsehen. Dass alles gut wird. Kinder, Kinder, wir brauchen einen Blutspender. Schnell. Ja, jetzt wisst ihr, warum das Spiel ab 18 ist. Naja, nicht deswegen. Ich brauche Licht. Da kommt noch Schlimmeres. Er kommt. Sophia, ist er da drin? Nein. Sophia, geh mir aus dem Weg. Er hat das nicht verdient und das weißt du. Red keinen Scheiß, ich habe ihn mit ihr gesehen. Er ist jung, er mag sie. Er weiß es doch nicht besser. Er weiß genau, dass er sich nicht mit dieser kleinen Negerin abzugeben hat. Wow. Du tust meinem Sohn nicht weh. Angewandter Rassismus. Du hast keine Ahnung, wie es ist, so zu leiden wie ich. Oh, Sophia, jeden Tag reiße ich mir bis zum Abwinken den Arsch und die auf und werde nach Strich und Faden beschissen. Du bist bei mir. Na komm, Hundi. Hundi. Fass. Fass. Sophia. Fass den alten. Miteinander rumgemacht. Ich fass den alten Faschist. Was ist denn das hier? Also ich verbitt mir diese Sprache. Was ist denn das hier? Ich koche. Putze. Kümmere mich. Er ist mein Vater, aber ja. Nicht nur du müsst dich ab. Du hättest das Geschäft schließen sollen, wie mein Vater gesagt hat. Wir sind mit allem im Verzug. Du hast das und ganze Geld meines Vaters beschützt verloren. Mich. Sophia. Ich weiß doch schon, was kommt. Was soll das? So. Nicht nur, weil ich es schon gespielt habe, sondern man ahnt es ja schon, was hier gleich kommt. Wenn ich geheiratet habe, hätte oh, seine wei. Familie nie hungern lassen, so wahr ich hier stehe. Du wirst meinem Sohn nicht wehtun. Und halt dein Maul! Oha. Ich stopf's dir! Was ist nur in dich gefahren? Du glaubst, Antworten auf alles zu haben, oder? Gottverdammte Klugscheißerin! Ich dachte, dein Vater würde uns nützen. Aber du bist nichts weiter als Ballast und steckst andauernd deine Nase in meine Angelegenheiten. Wenn du den Jungen nicht erziehen kannst, übernehme ich das. Oh nein. Ah, Gewalt in der Familie. Nee. Oh nein, der Hund. Nicht den Hund. Versteck mich nicht im Schrank, ich komme auf dich zu. Ich bin hier. Schaff deinen Arsch hierher! Sofort! Ich kann es scheinbar nicht. Na komm, können wir hier. Immer her damit, du kleiner Feigling! Nicht und Feigling, ich zeig dir hier gleich, was hier Feigling ist. Auf den Kopf. Du bist so verdammt schwach. Jagd auf dir rum. Zerbrechen. Lass dich dreinfressen. Und was tust du dagegen? Freikommen. Du kannst dein Leben nicht retten. Aber ich zeige dir, wie man... Der wirkt mich doch noch. Ruhig atmen, Blaskovic. Kommen Sie wieder zu Kräften. Es bewegt sich etwas. Das Blatt beginnt sich zu wenden. Der Wiesenaukreis wird stärker. Ich brauche sie an meiner Seite, wenn wir zuschlagen.
Und fühlst du die dritte? Oh, Kacke. Was ist das für ein Vater? Ach, es ist doch ein dreckiger. Das Leben besteht aus schwierigen Entscheidungen. Ich weiß, was kommt. Muss man die Tiere beschützen? Töten oder getötet werden. Die Alten und Schwachen sind verdammt. Alle Arten von Abfall, Krankheit, Schmutz, Ungeziefer wollen uns wegnehmen, was wir verdient haben. Wir müssen die Schergen begradigen. Es liegt an dir. Finger an den Abzug. Genau so. Und jetzt schieß. Schieß! Auf dich würde ich gerade gern schießen. Kann ich nicht. Kleiner Kümmerling. Reicht leider nicht hoch. Ich kann mich leider nicht befreien. Könnte ich hier mal ein bisschen... Ich weiß, worauf das hinausläuft. Ja, wir können jetzt hier vergammeln und wir können jetzt hier wirklich, wir können jetzt Stunden hier verbringen, wir können jetzt hier verbittern. Wird nichts. Wir kommen hier nicht raus. Ja. Kopfkratz. Ich will es nicht. Aber ja, man kommt hier nicht voran. Das Spiel lässt einen hier im Stich. Also... Man hat hier wirklich keine Alternative. Es gibt hier wirklich keinen Weg. Die Maschine kann man nicht bewegen. Man kann hier nicht zurück. Man kann hier sich nicht befreien. Absolut nicht der Weg, ihm in die Eier treten, erschießen. In die Eier schießen ist auch nicht die Option. Das geht auch nicht. Das Gewehr, da haben wir den Gewehr drauf vor uns. Wir können nichts anderes machen. Schießen oder verhungern. Ja. Uns kommt auch keiner retten. Können wir grau werden hier. Ist die Frage, wer als erstes stirbt, der Hund oder wir? An Hunger. Das wäre natürlich eine Option, aber so lange können wir hier im Spiel nicht warten. Dann würde ich vielleicht noch vor Hunger sterben. Das dauert ein Weilchen. Ja, das Spiel lässt einem wirklich keine Wahl. Können wir hier nur die Waffe drauf richten. Und können sie auch wegrichten. Und hoffen, es zu verfehlen, aber... Das wird wahrscheinlich nichts. Ja, welche Taste ist dazu da zum Schießen? Ich glaube, R war es. Ich kann nicht hinsehen. Ich guck weg. Oh Mann. Ich wollte es nicht. Ich habe ihn nicht erschossen, ich habe daneben geschossen. Dann hat der Vater die Flinte und erschoss den Hund. Ah, okay, wir hatten die Option.
Ich habe daneben geschossen. Ja. Rollstuhl. Oh. Wir werden angegriffen. Ziele. Drücke unten, um zu laden. Okay. Welches ist der Schussknopf? Ah ja, wir haben noch keine Waffe. Können die erstmal durch die Gegend rollen? Jo. Okay. Der Kollege ist am Sterben. Ja. Ja. Oh, Munitionslager ist voll. Da kommen sie. Sie kommen. Ich bin nicht im Rollstuhl mit einer Waffe. Jo. Keine Munition verschwenden. Oh, 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 oh. Haru. Ja, gut. Aus der Nähe. Yep. It's a Ego-Shooter. Und ich bin tot. Jo. Nächster Versuch. Na komm. Zielen. Das mit dem Zielen muss noch geübt werden. Das U-Boot gehört jetzt uns. Munition. Ihr kriegt's nicht zurück. Weg so. Yep. Ha. Ist ein Ego-Shooter. Hier müssen wir schießen. Ballerspiel. Aber wir kämpfen hier zumindest nicht. Ohne Grund. Würde ich mal sagen. Würde ich zumindest. Au! Schon wieder gestorben. Das geht ja. Ja, das Schießen, das muss ich, alter Pazifist, noch lernen. Das ist bei mir noch. Ja. Munition. So. Wir holen uns das U-Boot zurück. Bekämpfen die Nazis. Und wir ballern nur, um uns zu verteidigen. Oh wei. Munition alle. Ja gut. Schießen muss gelernt sein. Na komm, ja. Bin leider der Westen, wo wir sind. Ihr kriegt's nicht zurück. Na. Na, stirb. Na, das ist doch spitze. Und Batterieleistung lässt nach. Haltet euch an, ja. Bin unterwegs. Munition. Heilung. Okay. Mit dem Fahrstuhl lang. Ja, die Treppen hoch können wir leider nicht. Jo. Okay, wir spielen heute so lange wie wir am Leben bleiben. Naja, wir sind schon ein paar Mal gestorben, aber so lange wie es die Batterie aushält. Jo. Lange bis die Konsole ausgeht.
warten, bis ich nicht mehr darf. Bewegen Sie sich erst, wenn ich sage, dass es in Ordnung ist. Okay. Also, lassen Sie mich mal einen fahren. Die Mikrowellen machen frei aus Ihnen und das wollen Sie doch nicht. Oder etwa doch. Mikrowellenstrahlung. Das kann tödlich sein. Jetzt. Okay, Mikrowellenstrahlung ausgeschaltet. Ein bisschen Rüstung. Ah, rein da. Der Professor ist da. Und zack. Oha, das sieht schmerzhaft aus. Das hätte mich getötet. Hat sie mit Caroline den Turmplattformaufzug bewacht? Zeigen Sie mir den Weg dahin. Junge, wissen Sie, wie lange Sie im Bett waren? 5 Monate. Ihr Körper ist im Eimer. Verstehen Sie? Ihre Nieren sind hin. Sie haben vielleicht Probleme beim Wasserlassen und bei so manch anderen. Keine Zeit dafür. Was sagen Sie mir? Frau Engel, sie ist hinter Ihnen her. Ja, wir kämpfen. Gesetzt und heute hat sie sie gefunden. Sie haben das U-Boot geentert. Viele sind verletzt oder tot. Ich wurde von den anderen. Ouch. Ich muss gehen. Hintergrund. Nein, hören Sie auf. Ich habe Nein gesagt. Sir, zeigen Sie mir den Weg zum Turmplattformaufzug. Sie sind ein solcher Ochse, ein sturer Ochse. Na gut. Also, bis zum Turmplattformaufzug gibt es eine Menge Soldaten. Aber ich habe Fallen aufgestellt, die ich noch nicht aktivieren konnte. Schauen Sie hier eine Karte. Sie zeigt Ihnen, wo die Fallen sind. Setzen Sie sie gegen diese Schweine ein. Okay. Na, wir sind ein bisschen lebensmüde. Im Rollstuhl unterwegs. Lassen Sie sich nicht umbringen, wenn es geht. Los geht's. Ein Rollstuhl in Krankenhauskleidung. Versuch mich nicht umbringen zu lassen. Oha, jetzt haben wir sie alarmiert. Jetzt kommen sie alle. Da hinten kommen sie. Na, Munition. Müssen wir mal einen Knopf drücken. Schalter aktivieren. Strom. Runter hier. Oha! Im Rollstuhl die Treppen runter. Oh wei. Was machen wir denn hier? Zuletzt Tritte machen wir uns. Wo immer Sie sind, wachen Sie über unsere Leute. Da ist Strom. Okay. Wo jetzt links? Da kommt einer. Ich bin gestorben. Sie denken, Sie sind der Jäger. Ach, wieder hier. Sie sind die Gejagte. Ja, gut. Ich bin der Jäger. Und vielleicht können wir hier ohne viel Aufmerksamkeit zu erlangen. Ja. Dort mal Strom anmachen. Nicht verfügbar. Okay, das können wir nicht aufmachen. Okay, hier läuft Strom. Kann man nicht lang. Ja. Runter hier. Und vorsichtig. Ganz vorsichtig. Na. Wo immer Sie sind, wachen Sie über unsere Leute, bis ich es geschafft habe. Nach links muss ich. Da bin ich gerade schon in dem Strahl verunglückt. Okay, das sieht nicht gut aus. Müssen wir hier lang.
Okay, wie kommen wir da wieder hoch? Gar nicht, oder? Okay. Und dann treppen wir wieder hoch, das wird schwer. Nicht so viel Munition verschwenden. Was haben wir hier? Heilungsset. Hier vielleicht ein bisschen Heilung. Hier sind Elektrostrahlen. Immer noch Strahlung vorhanden. Werde ich da jetzt gegrillt? Nein, werde ich nicht. Ich bin durchgekommen. Sehr gut. Aber was hilft's mir? Hier ein bisschen Rüstung. So, hier drauf schießen. So, wie kann ich das deaktivieren? Jo. Jetzt kann ich hoffentlich durch. Jo, da bin ich durch. Rüstung. Rüstungsteile sind immer gut. Okay, hier geht's runter. Fahrstuhl. Ist kein echter Fahrstuhl, aber... Ja. Oh wei, hätte ich nicht hinschießen sollen. Jetzt werde ich attackiert. Ha, Heilung. Heilung. So. Von hier aus werde ich attackiert. Aus der Nähe. Ein Maschinengewehr ist keine Nahschusswaffe. Aber gut. Ein Messer haben wir gerade leider nicht zur Verfügung. Wie cool. Eine Leiter. Damit kann ich gerade gar nichts anfangen. Ja. Hier vielleicht. Da kann ich drauf. Dann geht's nach oben. Die Maschine bringt mich weiter. Sehr gut, dass hier alles so, ja, rollstuhlgerecht ist. Das ist hier. Die Sache ist ziemlich barrierefrei. Oh, da geht's wieder runter. Ja. Ich komme durch das barrierefreie U-Boot. Na komm, na komm, na komm. Lass dich nicht erschießen. Erschossen oder geschossen. Erschießen oder erschossen werden. Das ist hier die Sache. Ja. Okay, hier könnte noch was. Ja, die zerstören wollen nur das eigene U-Boot. So, hier links. Vielleicht. Hier Waffen. Hier Heilung. Nee, da wollte ich eigentlich nicht runter. Müssen wir vielleicht doch. Aber ja, schau mich hier mal um. Hier kommen wir nicht zufällig durch. Hier finden wir Heilung. Schaut so, als ob wir wieder runter müssten. Hier lang. Und hops. Oh, über eine Atombombe sind wir runtergerutscht. Von wo? Sie sind nicht kommen. Au, verdammt. Ja. Ein bisschen mehr darauf achten, wo wir hinfahren. Na gut, dass es hier ein Checkpoint gab. Oha, von oben. Oh wei. Werden beschossen.
Da können wir lang. Heilung, wir brauchen Heilung. Ganz schnell. Wo gibt's Heilung? Kommen wir da schon durch? Scheinbar nicht. Da waren wir schon wieder gegrillt. Jo. Heilung 20. Ja. Schleichen wir uns hier mal ein bisschen durch. Schleichen ist gut. Ich komme hier vorbei. Hier mal um die Ecke. Ein Labyrinth aus Mikrowellen. Strahlen. Vielen Dank. Sehr gut. Und da links. Runter. Ihr wartet schon der nächste auf uns. Na komm. Wer schreit denn da? Okay, hier lang. Oh wei. Ist nicht aus dem Rollstuhl gekippt. Verdammt, mein Rollstuhl. Na komm, rein da wieder. Rein da, hops. Zurück. Förderband umkehren und dann zum Aufzug. Ja, und dabei nicht gegrillt werden. Ja, die Ladescreens sind ja ein bisschen lang. So, hier lang müssen wir, oder nicht? Ja, nein. Sieht nach Mikrowelle-Sache aus. Okay, hier können wir noch unsere Munition verschwenden. So. Ach, hier werden wir unten wieder. Ach, verdammt, ich mache doch denselben Fehler wieder. Das gibt's doch nicht. So. Aufgabe 1, nicht gegrillt werden. Aufgabe 2, nach oben kommen. Okay. Wo können wir hier die Laufbänder umkehren? Hier irgendwas? Die Maschine ausstellen. Und die müssen wir doch hier durch können. Ja, ich weiß. Batterieleistung. Und die müssen wir doch hier durchkommen, ohne sterben, ohne zu sterben. Und Optionen muss es da doch geben. Ist alles von Elektrik. Hm. Hier ins Licht. Ja, vielleicht wirklich hier lang. Kann ich hier was ausstellen? Verschwende hier Schüsse. Hier steht auch alles unter Strom. Tja. Ein gezielter Schuss hier, ein gezielter Schuss dort. Ich brauche die Schüsse noch. Kann die hier nicht so leichtsinnig verschwenden. So, hier vielleicht irgendwas in die Ecke. Jetzt werden wir hier gleich angegriffen. Und ja, hierfür brauche ich die Schüsse. Oh, hier. Von hinten, von hinten, von hinten. Wie feige. Von hinten angreifen. Einen Krüppel von hinten angreifen. Das ist ja hier nicht
Das ist ja nicht Option. Mensch. So, hier müssen wir lang. Scheint der richtige Weg zu sein. Vielleicht können wir hier weitestgehend ungesehen herauskommen. Okay, jetzt wurden wir gesehen. Schnell weg hier. Lang hier. Okay. Hier müssen wir irgendwo runter. Jetzt fahren wir gegen das Band. Hier runter. Na komm. Ich lass mich nicht nochmal besiegen. Doch, das tue ich. Ich würde eigentlich ganz gern noch die nächste Story-Sequenz. Nächste Story-Sequenz erreichen. Bevor ich mich hier aufgeben muss, aufgrund von. Jo. Hier können wir runter. Jo, ganz gechillt. Okay, von hinten. Hier. Und hier. Von allen Seiten werden wir angegriffen. Verdammt. Sind in der Überzahl. Ja. Ist das so der richtige Weg? Ja, scheint es zu sein. So, oha, den haben wir noch nicht ausgeschaltet. Taktisch vorbegeben. Der Munitionswechsel ist natürlich das Blöde. Heilung bräuchten wir. Na komm. Lass dich nicht besiegen. Hier hinter. Och, die Nazis, die greifen echt jeden an. Selbst einen verwundeten Krüppel von hinten. Das ist nicht wahr. Na doch, es ist leider wahr. Das ist der Witz daran. Falls hier irgendwas einen Witz hat, dann dass das leider wahr ist. Ich sehe Mikrowellenstrahlung. Wie nah können wir daran? Die Heilung. Hier können wir vielleicht lang. So, hier um die Ecke. Heilung. Das ist immer gut. Ja, lade deine Konsole auf. Mache ich, wenn ich hiermit fertig bin. Sehr Bastard. Jo. Gut. Na dann, hat die Konsole so entschieden. Doch mich noch umsonst euch gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Ja, das war ein kleines, na so klein war es nicht, aber es war mein Weihnachtsspecial für euch. Habe ich mal ein kleines Let's-Test gemacht, ja, kann man fast als Test durchgehen lassen. Ja, mal reingespielt, angezockt. Ja, lasst ein Abo da, wenn ihr weiteres nicht verpassen wollt. Und habt noch einen angenehmen Weihnachtstag. Und ja, man sieht sich. Haut rein, frohe Weihnachten und ciao.